Mein Name ist Dr. Thomas Nitker. Ich bin hier als Ausbilder tätig in der Firma und kümmere mich hier um unseren Auszubildenden für Fachinformatiker Systemintegration. Die Person muss zu uns passen. Das ist uns besonders wichtig. Das heißt, Zeugnisse, Schulnoten sind zwar auch interessant und wichtig in Mathematik und in Physik und in Elektrotechnik. Da achten wir schon etwas drauf, aber in Summe möchten wir gerne das Engagement des Auszubildenden sehen und spüren, dass er pünktlich ist, dass er gerne zur Arbeit kommt, dass er seine Aufgaben gut erfüllt, die wir ihm stellen, die angepassten Aufgaben. Und das ist eigentlich viel wichtiger als die Zensuren. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ist sehr wichtig, weil wir sind hier in einem Unternehmen und wir sind als IT, als EDV-Abteilung hier für weit über 20 Personen zuständig. Das heißt, wir sind ein Dienstleister und müssen die Mitarbeiter zufriedenstellen mit ihren Wünschen, die sie haben, neue Drucke einrichten, ihre Rechner in bestimmter Art und Weise vorzubereiten oder Laptops für Kurse vorbereiten und so weiter. Das heißt, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit und Fachwissen sind schon die wichtigsten Voraussetzungen, die man dafür braucht, um die Aufgaben zu erfüllen. In der Anfangsphase, unser Auszubildender ist jetzt ein halbes Jahr lang in der Berufsschule, das heißt, er hat schon einiges an Theorie gelernt, aber da kommt noch viel Fachwissen dazu. Wir werden auch von ihm lernen. Das ist nicht nur, dass er etwas lernt, sondern wir werden auch von ihm lernen, bestimmte Sachverhalte oder Aufgaben werden wir feststellen, dass diese für uns auch nützlich sind und an die haben wir vielleicht bisher noch gar nicht gedacht. Aber wenn er mit eigenen Ideen ankommt, kann er der Firma und uns auch weiterhelfen, dass wir uns mit ihm gemeinsam weiterentwickeln und modernere Technik, neue Technik, Cloud-Lösungen einsetzen und verwenden können.